in 1,7 Kilometern biegen Sie links ab. Ohohoho, was geht? Einen wunderschönen, mein Name ist Paddy Heath und ich würde sagen, wir sind auf dem Weg zur Dark Emergency 2023 in Malwinkel. Puh, ich bin gespannt, ich bin nervös, ich bin fucking aufgeregt. Es wird, glaube ich, episch. Gerade noch eben schnell eine Regenjacke geholt, denn es wird nieseln und ich habe vergessen, mir eine Regenjacke zu bestellen. Sachen sind gepackt, ich habe keine Ahnung, wie ich das alles transportieren soll. Ja, ich habe jetzt dabei zwei Sporttaschen, einen Rucksack, Waffenkoffer, eine kleine Kühlbox und dann noch so ein paar Einzelteile, wie zum Beispiel eine Tüte, wo dann halt die Weste und so ein Scheiß drin ist. Alles abgeschlossen, also Magazine sind separat abgeschlossen, versperrt mit einem Schloss, Waffenkoffer mit Schloss, wichtig und richtig. Richtig und richtig. Und ja, jetzt heißt es 4 Stunden Autofahrt. Bin gespannt, Scheiße. Ja, was soll ich sagen? Bin jetzt eine Stunde unterwegs und erster Stau am Start. Scheiße. Also keine Ahnung, ich denke mal, ich bin so gegen 4 Uhr am Start und dann bin ich mal auf den Aufbau gespannt. Gleich vielleicht eine kleine kurze Pause machen, ein bisschen pinkeln gehen und dann geht's weiter. Das wird so geil, einfach ein paar Streamer-Kollegen sind mit am Start, wir sind jetzt mit 8 Leuten dabei. Davon sind 2 Streamer-Kollegen am Start, dann von denen noch ein paar Leute bei mir aus der Community und. Aber ich glaube, nächstes Jahr wird noch ein bisschen größer. Da nehme ich die Community mit, weil dieses Jahr war zu spontan. Vor allem habe ich auch nicht wirklich Bescheid gesagt. Geiles Feeling. Ich bin mega nervös. Ey, ich bin so gespannt, wie es wird. Heute ist auf dem Programm noch das Waffeneinschießen. Dann werden einmal die Waffen geprüft, ob alles Recht und Dinge hat, bla bla bla. Dann noch ein bisschen hier da was einstellen, am Hopper rumspielen. Aber das seht ihr alles jetzt noch. Und ja, mal schauen, was da noch kommt. Laune ist auf jeden Fall on point. Es wird wild. Das einzige Problem, was ich habe, ist Regen. Ich habe keinen Bock, beim Regen zu zelten. Ich habe schon gesagt, nächstes Jahr hole ich mir auf jeden Fall ein Bungalow. Scheißegal. Weil ich bin da schon so ein kleines Sonnenkind, beziehungsweise so ein schönen Wetterkerl. Das heißt, im Regen irgendwie in der Matsche, in der Pampa da rumballern und rumspringen oder halt zelten und alles ist so müffig. Boah, da stehe ich gar nicht drauf. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Sagt ihr, ach scheißegal, für mich kann die Welt untergehen. Ich mache mein Ding und ziehe durch. Oder sagt ihr, nee, schönes Wetter wäre schon optimal und Regen kann einen schon den Spielspaß versauen. Weiß ich nicht. Schreibt mal in den Kommentaren rein. Ey, ohne Spaß, ne? Das ist bei mir nicht normal. Pass auf. Wir sind schon 2 Stunden unterwegs. Hab eine kleine Pause gemacht. Pinkeln gehen, alle rauchen, bis mit dem Handy spielen. Und bin jetzt im T-Shirt unterwegs, ne? Tätowiert, ne? Kurze Haare. Und dann stehe ich dann da, rauche mir eine, spiele mein Handy, auf einmal kommen 6 Cops zu mir an. Ja, schönen guten Tag, Zollkontrolle. Ey, und das Beste ist, die Tankstelle, rappelvoll, da waren so viele Menschen, ne? Wen halten sie an oder wen nehmen sie da, wen sprechen sie an, meine Wenigkeit. Zum Glück kenne ich dieses Prozedere, ja, ich werde nicht nur einmal in 10 Jahren angehalten, sondern ich werde ab und zu mal angehalten. Habe aber nichts zu verheimlichen, weil ich bin mittlerweile ein sehr, sehr netter Mensch geworden und Vergangenheit ist Vergangenheit und bin eigentlich immer relativ sehr kooperativ und das kann ich nur jedem empfehlen, seid kooperativ, ja, weil ansonsten zieht ihr den Kürzeren und glaubt mal, die ficken euch. Wenn sie wollen, machen sie es. Ja, ich direkt hier so, ja, hier, bababab, die mich gefragt, also Ausweis gezeigt, die mich gefragt und haben sie Drogen dabei, haben sie illegale Gegenstände dabei, Waffen dabei, Zigaretten dabei. Ich bin so richtig so dieses Klischee, ne? Also frage mich ob Waffen dabei, ne? Ich meine, okay, ich habe ja jetzt Airsoft-Waffen dabei, ja, aber so allgemein, ne? Ja, ich direkt nicht so, ja, ich habe Zigaretten dabei. Ja, aus dem Ausland ist so eine deutsche, ja, wie viele denn? Ich so 2 Schachteln, ne? Hab noch eine halbe Jackie-Flasche dabei und ich habe Waffen dabei. Wie, sie haben Waffen dabei? Ich so, ja, ich habe Waffen dabei, so. Airsoft-Waffen, wie Airsoft-Waffen? Ja, ich bin gerade auf dem Weg nach Malwinkel, da ist das europäische größte Airsoft-Event, bla bla bla, pipapo. Ihr dürft mir das, ja, wollen wir einmal sehen. So. Ich Waffenkoffer aufgeschlossen, habe natürlich ein Schloss dran, wie es gehört. Magazine sind natürlich auch separat nochmal gelagert. Denen den Koffer gezeigt, aufgemacht, haben so kurz geguckt. Eine andere Polizistin hat nochmal so ein bisschen in einer Tasche rumgekrost. Ich, hier wollen sie auch nochmal reinschauen, da sind jetzt ein paar Frissialen dabei, bla bla bla. Und ja, war dann eigentlich gut. Hab, wie gesagt, ich habe ja auch nichts dabei, ne? Irgendwie was Verwerfliches oder so.
Aber krass, ey, das ist wieder so typisch, dieses Klischeehafte, ne? Tätowiert, bisschen was auf den Rippen, ey, kurze Haare, ja, blöder Blick und direkt zack. Ich habe genau gesehen, so mit einem Auge gesehen, wie die auf mich zugekommen sind. Einfach 6 Cops zu mir. Geil, ja. So, mal gucken, wie es jetzt ausschaut, wenn wir da sind. Feldaufbau ist am Start. Here we go. Fressalien schon reingeholt, dann soll es hier auf jeden Fall aushalten. Der Rest ist im Auto und ich habe, glaube ich, ungefähr 10 Minuten, nicht 10 Minuten, sorry, 10 Meter vom Zelt geparkt. Da vorne steht mein Zelt irgendwo. Das wird ein Beaut, alles aufgebaut und dann heißt es auf den Platz gehen. Ja, mal kicken. Also gar nicht mal so schlecht, gar nicht mal so verkehrt. Es fühlt sich geil an hier, wirklich. Ich bin gespannt auf den ersten Tag. Also auf den ersten Shooter-Tag. Ist ja übermorgen. Morgens auch noch mal ein bisschen einschießen. Werde ich dann auch alles filmen, mitnehmen. Wie gesagt, seht ihr alles im Video, in diesem Video. Wird easy. So. Es wird geschlafen. Auch ganz entspannt. Vielleicht am Regnen. Aber vollkommen klar. Ist das geil? So, jetzt geht's zum Einschießen. Angekommen. Mega chillig auf jeden Fall hier. Geile Stimmung. Die Leute, die sind hier so dermaßen positiv drauf. Also da geht ein fettes GG raus. Also nur sympathische Dudes am Start. Das ist geil. Und jetzt heißt es, jetzt gehen wir Waffenkronen. Ne? Mal gucken, wie das blüht. Bin gespannt. Ey. Aber echt sehr sympathisch. Haben schon gegessen, gegrillt. Habe jetzt natürlich das vergessen aufzunehmen. Aber kann man machen. Weil ich sagen muss, ich bin extrem überrascht, was die Leute hier am Start haben, also wirklich. Das fängt an mit Kühlschrank, hört auf mit riesengroßen Grills, Lichterketten. Junge, das sind einfach halbe Häuser, die sie hier aufstellen. Das ist so heftig. Die anderen haben irgendwie so riesengroße Scheinwerfer. Ey, das ist einfach Tageslicht bei denen in der Nacht. Das ist heftig. Das hätte ich nicht gedacht. Ich habe einfach das kleinste Zelt von allen so gefühlt. Und die anderen haben so 2 Meter hohe Dinger. Ja. Aber wirklich, also sympathisch. Also. Dieses neue Hobby, was ich gerade anfange und mit euch teile, macht Spaß bis jetzt. Weil bis jetzt ist die Airsoft-Community ein geiler Haufen. So, jetzt in den letzten Kommentaren natürlich waren ein paar dabei, wo du sagst so, ja, okay, weiß ich noch, aber trotzdem geil. Also, ihr seid sympathisch auf jeden Fall. Abfahrt, wir sind unterwegs. Haben jetzt gerade mal eben Gas eingefüllt. Bin gerade im PMC-Style. Und ja, jetzt wie gesagt Kronen, dann zurück, ein bisschen Camp aufräumen und dann aber auf dem Schießstand. Wird nice. Also wenn du, dann musst du mit Camp nicht fest was machen kannst. Genau, wir kommen auf den Kronenstand. Das ist nur eine Waffe. Das meint ihr nicht.
Moment. Ja, das passt da ja nicht rein. Das war's mit dem ersten Tag. Ist jetzt vorbei. Fazit, sehr, sehr harmonisch, wie ja vorhin schon gesagt. Und Sonnenbrand. Ich habe einen Sonnenbrand am Start. Mega lachkick. Im nächsten Video ist dann Schusstag oder Spieltag Tag 1 dran. Also, lasst mal ein Abo da auf entspannt. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Das ist der Spieltag. Auf Easiness. Glückwunsch! Jetzt sind wir eigentlich fertig. Wir haben noch die SSB 2. Unterschiede von Chris und von mir. Wie macht man das? Gillen, okay, your turn. Let's show it in here, ladies and gentlemen. Den Flohmarkt noch nicht? Ja, unbedingt vorbeischauen, Freunde. Der Flohmarkt wird organisiert primär von der Enklave. Wer und was ist die Enklave? Das werdet ihr auch noch erfahren. Es sind aber mittlerweile auch einige Unterstützer rund um die Enklave zusammengekommen, um dieses Projekt zu unterstützen. Also im Endeffekt passiert da Folgendes: An diesem Flohmarkt werden halt Dinge veräußert, manchmal sogar neue. Also es muss jetzt nicht zwangsläufig irgendwas Gebrauchtes sein. Schaut auf jeden Fall vorbei, es ist in diese Richtung, in dem Zelt da auf der Ecke, in die Richtung, die ich zeige.